Willkommen zu einem neuen Part von Nintendo Land. Heute spielen wir Captain Falcons Twister Race, beziehungsweise Captain Falcons rasantes Rennen. Habe ich auch sehr wenig gespielt, aber ich habe es ganz spaßig in Erinnerung gehabt und auch gut konzipiert. Erklärung wird sich allerdings wieder auf dem Touchpad abspielen, deswegen muss ich das kurz übernehmen. Ihr müsst das Gamepad vertikal halten zum TV und dann per Bewegungssteuerung euren Gleiter steuern. Was gibt es denn hier eigentlich für Achievements? Also ihr seht ja gerade diesen Kreis da mit dieser Tafel, da draufklicken, dann bekommt man die Namen der Achievements gesagt, aber nicht, was man dafür tun muss. Manchmal kann man es aber erschließen, zum Beispiel mein erster Sprung. Wahrscheinlich muss ich einfach nur einen Sprung ausführen, keine Ahnung, wie es geht. Oder perfektes Rennen, da denke ich mal, darf ich mich von nichts treffen lassen. 5 Fehler erlaubt, nicht mehr wie 5 Fehler machen und 4 Sterne rennen, null Ahnung. Jedes Spiel hat Achievements, manche sind leicht, manche sind mittelschwer, manche sind schwer und manche gehen überhaupt nicht. Das sind dann halt die Stempel, die man bekommt. Ich versuche so viel wie möglich zu sammeln, einfach weil ich mich dann cool fühlen kann. Aber alle schaffe ich wahrscheinlich nicht. Okay, zurück zu Captain Falcons Twister Race. Wie gesagt, mit Bewegungssteuerung bewegt ihr euren Gleiter und müsst halt dann den Hindernissen ausweichen, gegebenenfalls abbremsen, um so schnell wie möglich zum Ziel zu kommen, weil das ist jetzt so zu verstehen wie bei Need for Speed, die Mautrennen. Ihr habt eine bestimmte Zeit vorgegeben. Und wenn ihr es bis dahin nicht zum nächsten Checkpoint schafft, ist vorbei. Oder wenn ihr stirbt, oder auch wenn ihr von der Fahrbahn fallt, dann ist ebenfalls aus. Man wird mich wiedersehen in der Cam. Ihr wisst ja, dass das ziemlich beschissen aussieht, aber ist ja auch egal. Außerdem muss ich das Teil wieder so komisch halten. Ich gucke übrigens auf das Gamepad und nicht auf den Fernseher, weil ich da alles von der Vogelperspektive sehe. Und somit Gefahren schneller erkenne als ihr. Aber das Gamepad kann ich euch eben nicht zeigen und naja, fürs Video denke ich, ist es sowieso besser, wenn ihr den TV seht. Ich sehe ich sehe alles von oben und ein bisschen genauer, was auf mich zukommt. Beschleunigungsstreifen sollten halt mitgenommen werden. Wenn ich den Touchscreen berühre, dann bremse ich ab. Also bei scharfen Kurven sollte man das halt dann tun. Den Beschleunigungsstreifen mitnehmen. In Tunneln muss man allerdings auf den TV-Screen gucken. Weil wenn ich in einem Tunnel bin, dann sehe ich auf dem Gamepad nichts. Außerdem ist in jedem Tunnel ein Beschleunigungsstreifen, den man sich halt nicht entgehen lassen sollte. Die langen sind selbstverständlich besser als die kleinen. Da kommt jetzt ein Tunnel, ich sehe auf dem Gamepad nichts, schaue auf den TV. Jetzt schaue ich wieder aufs Gamepad, nehme den Beschleunigungsstreifen mit, alles optimal. Das erste Hindernis, darf man sich nicht treffen lassen. Also es ist schon ganz sparschig. Sparschig. Sieht man mich eigentlich? Ah ja, man sieht mich. Oh Gott. Oh Gott! Oh! Webcam wird zwar besser. Oh, die Quali ist jetzt nicht so gut, aber das Licht ist halt gerade auch ungünstig, wie ich sehe. Na egal, ich kann jetzt nicht auf mein Face schauen. Wenn ich hässlich aussehe, dann ist es halt so. Nicht geduscht. Schmarrn, stimmt nicht. Ist sogar gar nicht lang her. Ich glaube 2 Stunden oder so. Boah. Also wenn diese Gamepad-Cam nicht integriert wäre, dann könnte man das natürlich auch mit Webcam machen, dann schaue ich auch besser aus und die Quali ist besser. Ah, fuck, jetzt hätte ich abbremsen sollen. Aber es ist trotzdem ein nettes Goodie und ich lasse sie an. Also man kann sie auch ausschalten, aber... Warum? Ihr kennt mich ja schon. Wäre ich jetzt ein YouTuber, der sich nicht zeigen will, gibt's ja auch, dann würde ich das natürlich machen, aber ihr kennt mich ja schon zur Genüge. Wie springt man denn eigentlich? Schütteln oder was? Ich will diesen Stempel, das Achievement, aber ich habe keine Ahnung, wie ich springe. Ah, scheiße, das war jetzt schlecht gemacht. Beschleunigungsstreifen verkackt. So, ein paar Hindernisse übersprungen. Oh, manchmal sieht man sogar auf dem TV-Screen früher was kommt. Zum Beispiel Beschleunigungsstreifen kann ich viel früher erkennen. Jetzt habe ich die Schanze übersprungen, leider. Ja, also man kann nicht sagen, dass immer aufs Gamepad gucken das Beste ist. Stimmt gar nicht. Oh. Okay. Erstes Level geschafft, wie es aussieht. Muss mich kurz ausruhen. Die Stellung ist nämlich nicht so schön für meinen Rücken und für meine Hand, aber für das Spiel wird schon gehen. Wie viele Sektoren gibt's denn? 12? Okay. Oh, scheiße, jetzt habe ich eine blöde Stellung eingenommen, deswegen bin ich kurz nach links rausgedriftet. Oh, und habe somit Zeit verloren. Eine gute Sekunde und schon wird's hier extrem schwer und ich glaube, der Stern, der schützt mich. Yeah, komm her, ihr Assis. Ah.
Ihr könnt mir nichts. Oh ne, das Blöde ist jetzt sogar, weil ich das Gamepad so scheiße gehalten habe, ist es jetzt falsch kalibriert. Shit. Also Tipp für euch, bevor ihr ein Rennen beginnt, ne, nicht die Wand rammen und das Gamepad gerade halten. Muss ich jetzt beim nächsten Sektor besser machen. Und wieder einen Stern. Ihr könnt mich nicht treffen. Oh, jetzt aber... Ja, komm! Alter, was wusste ich denn, dass das Ding jetzt ausgeht, oder was? Toll. Den ohne Schaden-Achievement können wir schon mal vergessen. Weil ich glaube, dazu muss ich alle 12 Sektoren ohne einen einzigen Treffer überstehen. Oh, und das ist gar nicht so einfach, wenn das schon als Treffer zählt. Holy shit. Ja, nee. Was? Sofort tot, oder was? Nein. Schade. Sehr schade. Bei einem Treffer ist man schon tot. Naja, wie gut war das? Nicht so der Hammer, ne? Eine Bronze-Trophäe. Na gut, immerhin. Und Achievement. Achso, Sprung. Zählt wahrscheinlich als Sprungschanze. Ja gut, dann haben wir den wenigstens. Den kriegt aber auch jeder Depp. Das ist ein leichtes Achievement. Wieso wird mir da jetzt irgendwas angezeigt? Raw, a star in Twister Race von Nordrhein-Westfalen, Firefan. Das bin nicht ich, ihr wisst ja, dass ich in Bayern wohne, ne? Komisch, dass das jetzt hier angezeigt wird. Ich glaube jetzt nicht, dass der Part so allzu lang war. Also wenn ihr noch schauen wollt, ich mache jetzt noch ein Rennen. Falls ihr geht, danke für den Daumen hoch, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Spiel. Und die noch dranbleiben. Wir probieren es nochmal. Hoffentlich schaffe ich es. Also von der Kondition her. Richtig kalibrieren das Ding diesmal. Ich schaue mir nicht die Einleitung an, was laberst du? Okay. Halte das Gamepad etwas flacher. Das ist ja wohl meine Entscheidung, wie ich es halten will, oder? Das ist dumm. Also, bis Sektor 5 ist eigentlich alles ziemlich einfach. Danach steigt der Schwierigkeitsgrad enorm an. Das ist jetzt aber auch das zweite Mal erst, dass ich das spiele. Die meisten Spiele spiele ich nämlich so gut wie blind. Nur selten gibt es Games, die ich schon etwas öfter gezockt habe. Luigi's Ghost Mansion zum Beispiel wäre so eins, aber es ist ja eh ein Multiplayer-Spiel. Da kann man sich jetzt nicht wirklich einen Skill antrainieren. Ah, sieht so aus, als wechseln auch die Positionen der Beschleunigungsstreifen, sodass man sich nicht erinnern kann. Ja gut, das war jetzt in der Mitte, da bleibe ich jetzt in der Mitte. Nee, man muss schon schauen auf dem TV, wenn man im Tunnel ist. Oh, und hier vielleicht abbremsen. Und trotzdem ramme ich die Scheiße. Ja doch, also um besser steuern zu können, sollte man doch aufs Gamepad gucken, weil... Es ist besser. Boah, ihr seht meinen Finger. Hol den Buschfinger, oder? Schaut nur in der Cam so aus. Ich habe eher Untergewicht als Übergewicht, nur so. Wobei ich inzwischen sogar Normalgewicht habe. Kommt vom jeden zweiten Tag McDonald's fressen. Habe ich einiges aufgeholt. Warum schaue ich immer noch auf dem TV? Na gut, man sieht halt Hindernisse früher. Beschleunigungsstreifen. Und auf dem Gamepad sieht man es genauer, das habe ich am Anfang falsch gesagt. Also man sieht auf dem TV wirklich alles früher, aber auf dem Gamepad sieht man es genauer, wo es positioniert ist. Und man kann auch leichter ausweichen, als wenn man auf dem TV guckt. So. Okay, Münze und Beschleunigung. Und Jump, Bitches. Komm, ich will jetzt mindestens... Nein! Nein! Okay, sorry, ich bin zu blöd dazu. Beenden wir es. Jetzt muss ich noch ein bisschen üben. Aber da, ich hab sofort gegengelenkt, weil ich gesehen habe, ich spring raus. Aber wenn du falsch drauf fährst auf die Rampe, ist sofort vorbei. Naja, okay. Macht Spaß, ist ein tolles Game. Spielt selber, wenn ihr Nintendo Land und die Wii U kauft. Ich werde das noch ein bisschen üben und dann schauen wir mal, wie weit ich komme. Aber einmal möchte ich schon durchschaffen bis zu Sektor 12. Das war Nintendo Land, euer Galkind und weiß was ich auch was alles. Bis bald. Oder nee, bleibt noch dran. Wir spielen ein bisschen dieses Spielchen hier und holen uns ein paar Geschenke. Ihr könnt mir dann beim Auspacken zugucken. Hey, geil. Das ist eine neue Stage. Die habe ich noch nie gesehen. Die ist aber auch sauschwer. Alter, wie viel Münzen habe ich denn? Achso, ich habe ja nur 19.
Fuck, ich dachte, ich hätte etwas mehr. Hoffentlich kriege ich wenigstens ein Geschenk, das wir jetzt dann auspacken können. Boah, ey, wir hatten die ganze Kohle verprasst. Das ist das Problem, wenn man mit einer Frau zusammen wohnt. Schnappt sich immer die Kreditkarten, den Geldbeutel und dann ist es leer. Alter, wie soll ich denn... Hallo? Da unten die Dinger treffen, das geht doch gar nicht. Hier, das... Ah, doch, es ist sau schwer, aber es geht schon. Ja, klar geht's, nur ich heul halt immer rum. Das wisst ihr doch. Ja, nein, wie konnte der denn rausgehen? Oh, aber der geht rein. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Kommt jetzt noch eine neue Stage? Vielleicht, wenn man viele Geschenke hat, dann kommen neue Stages. Und ja, sowas in der Art kennen wir zwar schon, aber trotzdem ist es neu. Doch, sieht tatsächlich so aus, als würde es neue Stages geben, wenn man viele, viele Geschenke schon hat. Damit dann die hinteren einfach schwerer zu verdienen sind. Ja, und jetzt können wir ja nichts mehr gewinnen, das sieht man ja. Fail. Oder? Ja, fail. Nur ein Geschenk, ich bin pleite, ich brauche wieder Kohle. Fuck, ey. Was ist es denn? Ist es wenigstens ein Soundtrack? Ja, könnte sogar sein. Es ist... Das klingt nach Pikmin. Oder? Blatt. Das könnte sonst Blatt sein. Nee, es ist Animal Crossing. Okay. Das ist auch ein geiles Multiplayer-Game. Da freue ich mich auch schon drauf, das mit Juli zu zocken. Das wird epic. Vor allem, weil ich ja total overpowered bin und sie sau schlecht. Ah! Okay, bis zum nächsten Mal. Servus.